Eure Fragen, meine, unsere Antworten zu Humankind. Was hättet ihr gerne gewusst? Kleine Frage, Antworten, Runde, live auf Twitch. Was wollt ihr gerne wissen? Was ist das, was ihr wissen möchtet? Mit dabei, falls ich nicht zu Wort kommen lasse, entschuldige bitte, ist Matzo Man. Hi Matzo, unser Community-Moderator, der mittlerweile Humankind auch schon ganz gut kennt. Hallo zusammen und ganz viele Grüße. Ob ich das maximale Stadtlimit kenne? Gemeint ist, fragte du ich wer im Chat, gemeint ist die Anzeige hier oben. Das ist die Stadtbegrenzung dort hinten. Das ist ein Limit im englischen Original, sind das Administratoren, die kann man erhöhen auf bestimmte Werte, teilweise durch Forschung. Das ist der Hauptgrund. Es gibt auch eine Civic, eine Verordnung, durch die man auch noch einen Punkt dazu bekommt. Es gibt allerdings auch eine Kultur, die persische Kultur, wenn ich das mich richtig erinnere, die gibt einem auch zwei mehr dazu bei der Stadtbegrenzung. Und es ist ja auch nur ein, es ist keine absolute Decke. Man kann auch drüber gehen, man muss nur dann allmählich mit immer mehr Strafen rechnen, aber es ist möglich. Man kann die Strafen auch in Kauf nehmen und kann sagen, mir ist das wichtig, rüber zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob es deshalb ein absolutes Limit gibt, weil das würde ja bedeuten, dass man irgendwann nicht nur mehr Städte hinzufügen kann. Das ist ja anders geregelt, nur die Strafen werden immer größer. Falls die Frage drauf abzielt, was man im Idealfall in Kombination von allen denkbaren Boni im Spiel bekommen kann an Stadtbegrenzung, wo man ab dann weiter drauf geht, muss ich leider sagen, das kenne ich im Moment noch nicht. Was passiert bei negativem Einfluss, fragt Friedrich Gauss. Das hätten wir auch gerne gewusst, Matze. Wir waren noch nie in der Situation. Die haben wir noch nicht gesehen, aber das finden wir noch heraus. Negativer Einfluss gemeint ist, wenn halt das Sammelkonto von Einflusspunkten, wenn das im Negativbereich ist, also nicht nur der rundliche Ertrag, wir wissen es im Moment noch nicht. Majorina, danke dir, berichtet bei uns im Twitch-Chat, in ihrem Spielstand, sie hatte schon mal 15 Städte bei einem Humankind-Spielstand und ohne, dass es dabei eine Einflussstrafe gegeben hätte. Was ist die effektivste Aufstiegsmöglichkeit in der Steinzeit, hat Luca hat gefragt. Und die effektivste Aufstiegsmöglichkeit, meinst du, wie man die Steinzeit am effizientesten bewältigt oder welche Kultur man da nimmt beim Aufstieg? Die Frage bitte ein bisschen genauer formulieren. Ich nehme die gleich gerne als zweite Frage rein, aber die muss man ein bisschen genauer formulieren, was du genau wissen möchtest. Kann man Städte wie in Civ wegnuken? Fragt Veni Vidi Futui. Ja, das ist sogar noch viel krasser, weil wenn man bei Civilization eine Stadt wegnukt, mal zumal nichts dann bleibt, dann gibt es so verschiedene, es gibt verschiedene Atomwaffen, verschiedene Typs, die man einsetzen kann. Und die haben immer mehr Schaden, aber es ist nicht so, dass die Stadt komplett weg ist, sondern man killt immer Einheiten in einem bestimmten Radius und man macht Teile der Stadt kaputt, aber es ist nicht so, dass die Stadt dann weg wäre, Matze. Genau, also die Bevölkerung, die leidet natürlich auch sehr, die wird dann auch drastisch reduziert, aber die Stadt bleibt erstmal noch bestehen. Ich habe es bei Humankind selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe gelesen und oder gesehen auch in einem Entwicklervideo, dass hier die Schäden massiver sind, wenn ich das mitbekommen habe, dass man wirklich eine Stadt komplett verwüsten kann. Dann ist nichts mehr da, dann steht kein Bezirk und nichts mehr, dann ist die wirklich unbewohnbar. Und was ich sehr heftig finde und was mir sehr gut gefällt auch ist, wenn man seine Atomrakete den Befehl gibt, Abschuss, die fliegt nicht rüber und landet dann, sondern das ist erst nach dem Rundenwechsel, ist die beim Ziel. Das heißt, die KI kann dann zurückschießen. Und das ist ja wie im echten Kalten Krieg oder wie bei uns auch, dass die eine Waffe startet auf der einen Seite und die andere kann dann auch abgefeuert werden. Die fliegen über Kreuz und landen beinahe parallel. Das ist der Schrecken der atomaren des Atomszenarios, der gegenseitigen atomaren Bedrohung und der gegenseitigen atomaren Vernichtung. Das finde ich sehr cool umgesetzt vom Spiel. Das heißt, wenn ich selber technologisch extrem weit fortgeschritten ist, sodass die anderen keine Atomwaffen haben oder auch die Projekte noch nicht durchgeführt haben, die das begünstigen, dann kann ich rumwüten, wie ich will. Aber wenn ich mit denen so halbwegs auf Augenhöhe bin, dann kann es sein, dass ich eine Atombombe oder eine Rakete abschieße und 3, 4, 5 andere Staaten in dem Augenblick sagen, das ist hier, der Typ da. Ist die größte Gefahr für uns überhaupt und die ballern wieder um ihre Raketen alle auf uns und dann hätten wir eine Stadt vernichtet und unser Reich verloren. Gibt es eine Möglichkeit, eine eigene Stadt abzureißen, fragt Henry Faber. Ich habe noch keine gesehen im Spiel, Matze, du? Nee, ich habe auch noch keine gesehen. Luca hat spezifiziert seine Frage, wie man am effizientesten aufsteigen kann.
Ach so, welche der drei Möglichkeiten sich am meisten lohnt? Du meinst die drei Möglichkeiten, wie man Epochensterne sammelt, ne? Also man braucht einen Epochenstern. Ich glaube, das ist der deutsche Begriff. Und da gibt es so drei Möglichkeiten, jeweils einen Stern zu gewinnen. Und welche davon am schnellsten geht? Ich persönlich finde, am schwierigsten ist eigentlich der Epochenstern mit Kuriositäten einsammeln. Da muss man, glaube ich, 10 oder 15, also relativ viele einsammeln. Die, wo man dann drauf zieht, wo man Einfluss bekommt und Forschung, erstmal ist das eine sehr hohe Zahl, die man einsammeln muss. Und zum anderen, ich hole die mir eigentlich nur dann, wenn die auf dem Weg liegen zu den attraktiveren Zielen. Weil Einfluss finde ich okay, kann man nie genug haben. Forschungspunkte finde ich, kann man auch ausgleichen, auch später in der Antike. Wichtiger finde ich, die Nahrung einzusammeln. Also Nahrung einzusammeln durch das Plündern von Zufluchten oder durch den Angriff auf Hirsche, auf Mammuts insbesondere. Oder das Ziehen auf Nahrungsicons. Also ich finde persönlich am leichtesten ist es, auf den Bevölkerungsstern zu kommen. Allein schon deshalb, weil das auch die Strategie ist, die man machen sollte, wenn man sich dann am besten stärkt für die nächste Epoche. Finde ich persönlich. Und am zweitleichtesten zu erreichen ist eigentlich die Jagd, dass man Hirsche, wenn man viel Hirsche hat. Also Mammuts dagegen würde ich nur angreifen mit zwei oder drei Einheiten. Ganz selten hat man mit einer Einheit mal Erfolg, aber da muss man schon sehr geschickt spielen und Glück haben. Hirsche dagegen, da braucht man auch ein bisschen Glück, dass viele in der Nähe stehen halt. Dann kann man dadurch auch viele Tiere erbeuten. Wenn man fünf Tiere erbeutet hat, hat man einen Epochenstern. Wie funktioniert der Kultureinfluss durch andere Zivilisationen, fragt Max. Genauso wie wir auch Kultur generieren. Wir generieren Kultur auf unseren einzelnen Gebäuden. Und hier oben seht ihr eine Kulturanzeige, die so ein Tooltip, der uns anzeigt, wo es herkommt. Wir generieren Einfluss über Naturwunder, die es gibt auf der Stadt. Wir verlieren welche durch das City Limit, das wir hier überschreiten. Dann gibt es spezielle Bezirke, die extra oder spezielle Gebäude, die extra Einflusspunkte bringen. Ich habe persönlich allerdings auch den Einfluss Matze, den Eindruck Matze, dass auch insgesamt irgendeine Formel im Hintergrund wirkt, die auch dafür, dass man überhaupt Bezirke hat, einem noch irgendwie Einfluss anrechnet. Das ist hier im Tooltip nicht ausgewiesen, aber ich kann mir nicht anders vorstellen, dass man auf 507 Einfluss von Bezirke kommt. Wie genau diese Formel funktioniert, weiß ich leider auch nicht, aber ich habe genau denselben Eindruck, dass es da schon mitverrechnet wird, ja. Letzte Frage, dann spielen wir weiter Jugendkind. Jan fragt, kann man eine eroberte Stadt zerstören und das Gebiet freigeben? Nach meiner Kenntnis nicht, weil die Stadt, die man erobert, die gehört einem ja erstmal nicht. Also man hat die im Besitz, aber die ist nicht mein Eigentum. Ich kann dort auch keine Bezirke bauen, ich kann einige Sachen machen, aber ich gewinne auch keine Erträge. Also eine Stadt, die man reinzieht, die dann sofort abzureißen, habe ich keine Möglichkeit gesehen, die mir angeboten würde. Bei Civilization geht das ja. Und ich bin auch ganz froh, dass es die nicht gibt, weil mir das ein bisschen zu platt erscheint, weil man dann gar nicht so richtig taktieren muss. Ich finde es eigentlich schöner, auch weil es sehr relativ, weil sonst kann man so Überraschungsangriffe machen auf den Feind, da einfach alles kaputt machen und dann sagen, ja, okay, ich habe den Krieg verloren, aber ich habe das halbe Reich kaputt gemacht. Das würde für mich nicht richtig zum Humankind-Design passen, weil Humankind operiert ja mit weniger Städten als bei Civilization. Jedes Reich hat viel weniger Städte als in der Civ-Partie. Wenn man dann einfach durch einen Überraschungsangriff ein, zwei Städte bei den anderen kaputt macht und die hätten dann fast nichts mehr, das wäre so ein großes Zufallselement. Das ging so viel in Richtung Exploit, also Ercheaten von Spielerfolgen. Also wenn die Entwickler so ein Feature angeboten hätten, hätte ich es komisch gefunden. So, das war's. Dieser kleine Block.